Welches Bild, noch bevor es losging, hatten Sie denn vom Russen? Wir hatten vom Russen fast kein Bild. Ja, es wurde uns überall von unseren Vorgesetzten immer wieder gesagt, die, die Russen wären Untermenschen, sie wären ungebildet, sie hätten keinen Kampfwillen und würden ständig nur in den Kampf getrieben werden durch ihre Kommissare oder durch Alkohol und so weiter. Die russische Kriegstechnik wäre veraltet, wäre, würde nicht den gegenwärtigen Stand entsprechend. Und als Beispiel nannte man uns das Beispiel Finnland. Denn in Finnland hat ja damalige Sowjetunion auch lange, lange, lange rumgemurkst und so weiter ja, und hatte keinen entscheidenden Durchbruch in der ersten Zeit erreichen können. Ja, was uns den Glauben bestärkte, naja, also mit den Russen. Wird also wenig Federlesen gemacht werden und es wurde uns auch noch gesagt, ja, also bis Ende Dezember, Weihnachten sind wir zu Hause, da ist der ganze Krieg vergessen, ja. Das wird also mehr oder weniger ja, eine recht einfache Sache werden, so wie es auch in Frankreich oder wie es damals auch in dem Polenfeldzug gewesen ist. Also wir hätten also da keinerlei großen äh, Bedenken zu haben. Das wurde uns damals mit offiziell von unseren Damaligen äh, Gruppenführern mitgeteilt und wir glaubten das, ja, weil wir nichts anders kannten und weil wir nicht anders wussten und weil wir als Soldaten ja nur für diese Zwecke ausgebildet worden sind. Wir hatten keine eigene Meinung zu den Kriegsgeschehen und zu den äußeren Ereignissen, die uns umgaben.